Ja. So, hier ist nochmal Speicher angesagt, aber erstmal. Moment, wo kommen wir hier hin? Nein! Zurück! Zurück! Haltet sie vom Schiff her! Wieso sterben sie nicht? Es ist der Große! Er heilt über die anderen! Ich, Götter! Wir schaffen es nicht! Wir sind des Todes! Wir sind verloren! Das ist unser aller Ende! Poseidon, rette mich! Okay. Alles klar, ich habe Scheiße, kann ich wieder zurück. Kann ich Tatsache. Nice. Dann hole ich mir nämlich erstmal Magie und noch mal ein bisschen Leben. Und zusätzlich werde ich noch speichern. Ja. So. Jetzt können wir mit dem Kampf doch beginnen. Volles Leben, volle Magie und gespeichert. Das heißt, wenn ich sterbe, komme ich hier wieder raus. So. Dann hauen wir natürlich... Ja, dann komme ich jetzt zu dir. Ist auch kein Problem. Mein Gott, wenn du willst. MP. Yo, MP. So. Hey, was soll denn das? Ja, die wollen alle auf die Fresse, ich merke schon. Die können es kaum erwarten, auf die Schnauze zu bekommen. Was ist denn los mit denen? Ja, jetzt bin ich wieder dran, alles klar. Meine Güte, ich habe doch genug für alle. Ist doch gut. Okay. Oh. Ja, jetzt du wieder, alles klärchen. Dann kommst du und jetzt wieder du. Das ist ja kein Problem. Juhu. Alle kriegen auf die Fresse. Ich habe vergessen zu blocken. So. Ah, da kriegst du jetzt, ne? Ah, jetzt pass mal auf, was ich mache. So. Und. Kapow. Damit ist ein Kopf schon mal außer Gefecht. So, er bringt jetzt auch gar nichts mehr weiter drauf zu hauen. Der zappelt jetzt da ein bisschen rum. Und das gleiche machen wir natürlich mit dem jetzt auch noch. Das versteht sich ja von selbst. Ich könnte natürlich meine Magie auch einsetzen, aber die will ich mir aufheben für später. Weil der Kampf, der ist dann ein bisschen schwerer gegen die Große. Ooh yeah! Wir müssen ja sowieso da rein, weil die hat den Schlüsselmann. Und den Schlüsselmann, das geht nicht. Wir brauchen den Schlüsselmann. Hoi, 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 was ist denn da los? Oh. Man trifft sie echt mega schlecht. Das ist aber gefährlich. Ja, easy game. So, gibt's auf die Fresse, gibt's da, weißt du? Ja, ja, mach mal. Ach, verdammt, ich werde hier geblockt. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil hier kann man auch durchaus runterfallen. Vor allem, wenn die dann so komische Aktionen macht. Ja. Und nun? Alter, dieser Mast, ne? Ja, als Schnauze. Oh, wow. Oh, ich habe nicht mehr genug Magie. Ha. Hoppala. So, ich bleib immer an diesem Mast hängen, ne? So, die kann dann auch hier runter brüllen.
Aber ist auch eigentlich gar nicht so weiter schlimm. Oh nein, die hat mich getroffen, die blöde Kuh. I don't get it. Na dann komm mal her. Komm mal her. Hübsche. Ah, wieder ein bisschen Magie dazu bekommen. Ah, ich habe 3 Treffer gelandet. Naja, immerhin, ne? So. Jetzt habe ich leider keine Magic mehr übrig. Jetzt geht's auf die gute alte Art weiter. Das hat irgendwie nichts gebracht, leider. So. Und jetzt nochmal die Seite. Komm schon. Jawohl. Oh nein. Ja, jetzt bin ich runtergeplumpst. Machst du nichts? Der hat sich auch wieder geheilt, kann das sein? Ich finde das irgendwie uncool. Ich habe leider keine Magie mehr am Start. Ist auch uncool. Alles uncool. Ja, hat mich getroffen. Oder ganz woanders. Gut, jetzt war ich genau da, wo sie auch war. So. Ah, ich glaube, weil ich runtergefallen bin, kann es sein, dass ich dann wieder heilt? Ich bin mir nicht sicher. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass das so ist. Au. So, jetzt aber nochmal. Komm schon, der hat schon wieder ein neues Leben bekommen. Was soll denn das? Ja, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber das spielt auch keine Rolle, hast halt ein neues Leben bekommen. Ja, freu dich doch, ist mir egal. Hier, ich kletter wieder hoch, kannst du mal sehen. So läuft der Hase nämlich. Das nächste Mal, du, da wird es aber anders ausgehen für dich. Ach scheiße, ich dachte, sie beißt natürlich erst jetzt. So, hier ein paar Mal treffen. Läuft. So, 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 so. Ihhh, Mundgeruch. Ach, komm schon. Ja, ja, ich war... Na, Kratos, was machst du? Ach, du bist doch scheiße. Was machst du denn? Lass dich runterspringen. Solltest dich wieder hochziehen, du. Noob, ey. Nö, ist mir egal. Das sehe ich überhaupt nicht ein, sowas, ja. Solche blöden Blödigkeiten. Jetzt geht ihr mal ein bisschen auf den Sack mit ihrem Brüllen. Die macht's ja nur noch. Ja, ja, ich weiß. Halt die Backen, ey. So, jetzt ein paar Mal auf die Fresse gut hauen. Jawoll. Ist da irgendwo? Ah, jetzt ist Kreis, alles klar. Na dann. Ich hoffe, du hast dein Testament gemacht. Denn das brauchst du. Plitschplatsch. So, wir gehen natürlich rein in den Mund. Hilfe! Götter, helft mir! Na, wir brauchen ja bloß den hier. Danke! Den Göttern sei Dank für deine Hilfe! Ich bin nicht wegen dir hier. Sie haben den Kapitänsschlüssel. Erra. Punkt. Wir könnten, ich glaube, wir können da sogar sterben drin. Bin mir nicht sicher. Aber wir wollen mal raus aus dem Schmodder. Das ist nämlich nicht so lecker. Oh ja, die Hydra ist down.
Ah, guck mal, da können wir nochmal hoch. Ich meine, so kann man es auch machen. Wir sind gerade eine halbe Stunde am Spielen und schon Bossgegner besiegt, also läuft. Ist schon ganz nett, würde ich sagen. So, ach, live brauche ich eigentlich gar nicht. Aber das zweite Gorgonauge nehme ich doch sehr gerne. Wir müssen hier übrigens auch 6 sammeln, man hat es ja gerade gesehen, und nicht nur 5. Außerdem müssen wir von hier sowieso weiter, weil wir dann wieder zurückkommen. Whee! Kratos hat auch einen sehr geilen, eine geile Art, das Ganze hier zu halten. Speichern? Nö, speichern müssen wir jetzt eigentlich nicht. Was ist denn hier los? Party oder was? Party hart, würde ich sagen. So, komm mal her hier. So. Oh, er ist einfach runtergefallen. Ach, ist ja blöd. So. Oh, warte. Warte. Ja, ja. Freut euch alle, ich weiß. Aber ist mir egal. Hier, tschüss. Ihr wird sich nicht gefreut. Ihr wird gestorben. Ihr wisst da Bescheid. Ist da noch einer? Hallo? Ist da einer? Ach, guck mal, hier ist sogar echt einer. Noch welche? Nö. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwann endet. Da bin ich immer unsicher. Das weiß ich nicht. Komm mal her. Dich zerreißen wir einfach in der Luft. Ja, ja, ist gut, ne? Und die schmettern wir einfach gegen die Kiste und du bist tot, ist auch gut. Hat jetzt auch nichts einzuwenden. Dagegen. Na gut, dann wollen wir doch mal das Türchen öffnen, nicht wahr? R2 drücken, um die Tür mit dem Kapitänsschlüssel zu öffnen. Und rein geht's in die gute Stube. Ah, mal gucken, was uns hier erwartet. Mein Kapitän lässt es sich ja manchmal doch sehr gut gehen. Und die haben hier auch Spaß. Abgeschlachtet wie Tiere lagen die Opfer vor ihm. Ein Bild seiner Vergangenheit, der er nie entkommen konnte. Sein einziger Trost war die See. Endlos segelte er von Hafen zu Hafen im Dienste der Götter des Olymps, die seine einzige Hoffnung waren. Denn gleich wie viel Wein er trank oder wie viele Frauen sein Lager teilten, nichts in der Welt rettete ihn vor den Schrecken seiner Gedanken. Athene! Zehn Jahre, Athene! Ich habe den Göttern 10 Jahre lang treu gedient! Wann werde ich von diesen Albträumen erlöst? Eine letzte Aufgabe noch, Kratos. Deine größte Herausforderung wartet. In Athen, das mein Bruder Ares gerade belagert. Während wir sprechen, steht Athen vor der Zerstörung. Ares will meine große Stadt vernichten. Zeus hat den Göttern verboten, einander zu bekämpfen. Darum musst du es tun, Kratos. Nur ein Sterblicher, von einem Gott gelehrt, kann Ares schlagen. Und wenn ich das schaffe, einen Gott zu töten, werden die Visionen dann enden? Erfülle diese letzte Aufgabe, dann wird deine Vergangenheit gelöscht. Hab Vertrauen, Kratos. Die Götter vergessen niemals jene, die ihnen helfen. Den verfaulenden Kadaver der Hydra zurücklassend, stach Kratos erneut in See. Seine größte Herausforderung und Erlösung von seinem zunehmenden Wahnsinn lagen vor ihm. Im alten Athen. So ein bisschen leicht übersteuert, aber ne? Also ich muss sagen, in der Zwischensequenz sahen die aber ein bisschen hübscher aus, die beiden. So, guck mal hier, so einen schönen, so. Wer hat das nicht gern? So ein Zyklopenteppich, ich meine, ist schon geil. Komm wieder ins Bett, Kratos. Achso, kann ich das nicht? Bleib, Kratos.
Nur ein Ach nee, stimmt, das geht hier nicht. Das geht in der Stadt selber, glaube ich. Da gibt es dann auch nochmal so ein kleines geiles Minigame. Wo manche bestimmt sich aufregen. Da ist er nackig dabei. Aber naja, man sieht ja nicht mal wirklich, dass die was machen. Also, mein Gott. Soll's, ne? So, wir holen uns die Magie. Das Leben brauchen wir jetzt nicht. Ich speichere gleich auf jeden Fall auch. Ich würde aber gern einfach mal nochmal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Ne, hier ist nichts und hier komme ich wieder da rein. Okay, dann speichere ich nämlich jetzt und dann geht's aber auf nach Athen, denn die Stadt müssen wir versuchen zu retten. Jo, gespeichert ist und ich muss sagen, ich glaube, ich gehe voll mit. Ey, ich habe gesehen gerade, ich war gerade auf Toilette, habe ich gesehen, ich blute ein bisschen am Bein. Ich bin hier voll dabei. Ich mache mit, ne, wenn der Kratos kämpft. Ich kämpfe unterm Tisch mit meinem Bein auch. Die Tore Athens. Hier wird sich das Spiel auch unter anderem natürlich abspielen. Töte Ares, dann vergeben die Götter dir deine Taten. Okay. Wir werden die gute Dame auch noch sehen, ja, also in mehr oder weniger Fleisch und Blut. Weil sie ist ja quasi, naja, mehr oder weniger unsere Mentorin, kann man das so sagen? Ja, ne? Au! Arschbratze. Oh Gott. Alter, was ist denn los mit euch? Hört auf damit. Ich möchte nicht knutschen. Aber man kann ihn direkt auch blocken. Das ist schon ganz angenehm, wenn man es nämlich verplant und vergisst. Also ich finde, die Gegner halten auf jeden Fall auch mehr aus. Wow, den wollte ich gar nicht aus, klar. Die Gegner halten hier definitiv mehr aus. Okay. Als, also finde ich zumindest, als in den anderen Teilen. Was willst du denn? Alter Gnom, stirb mal. Ich wollte ihn eigentlich exekuten, aber hat nicht funktioniert. Ja, hier fängt es natürlich wieder an. Schön überall gucken, dass wir hier nichts verpassen. So. Schön alle treffen. Um so viel wie möglich Damage zu machen. Ach Mann. Ach so, stimmt, die kann ich nur, genau, die haben eine Rüstung, die kann ich auch nur dann mit Kreis packen, wenn die halt Kreis über den Kopf haben. Anders jeder ja nicht. So. Auseinanderkrissen habe ich stehen, du. Ja. Jetzt überlegt er sich das dreimal, glaube ich. Kann ich da nicht rüberspringen? Ich weiß es nicht. Ich spiele mal wieder hier. Achso, wir müssen sowieso schwimmen, okay? Hä? Warum muss ich denn hier hin? Na komm, Leute, ich möchte gerne weg. Tschüss. Kann ich eigentlich nochmal zurück? Nee, ne? Haha, jetzt wartet ihr da wie so ein Trottel, ne? Na gut, ich bin wie so ein Trottel im Wasser. Oh, der eine ist schon mal tot. Oh, scheiße, ich bin ins Wasser gefallen. Das sind nämlich kleine Nichtschwimmer. Die haben Angst vorm Wasser. Ach, spring doch nicht mal ins Wasser rein, Kratos, was soll denn das?